Moin Leute und herzlich willkommen zu Rennen Nummer 2, beziehungsweise erstmal diese Folge Rennen, Qualifying und natürlich das Training vorweg. Und ja, wir sind in Thailand und ja, wollen uns einfach mal die Strecke anschauen, das nochmal auffrischen. Ist ja schon ein paar Tage her, ein paar Wochen her, dass wir hier waren. Und ja, dann würde ich sagen, geht's dann direkt gleich mal los und dann gucken wir natürlich, dass wir hier bestmöglichst uns für die Rennen morgen und übermorgen dann qualifizieren können. So, gehen wir mal direkt auf die Strecke und dann kann's losgehen. Oh, du großer Gott, oh Gott, oh Gott, was war das denn? Ja, das ist nicht der Auftakt hier in das Training, was ich hier haben möchte, naja. Oh Gott, da muss man ja richtig aufpassen, meine Herren. An die Strecke kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern. Bam! Ach, du je. Also, auf dieser Strecke werden wir wirklich Spaß haben, glaube ich. So, das Ende war ganz okay, hä? So, auf dem Weg hier. Ah, Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott. Ah, das war ein bisschen steil, da hochzufahren. Also, das waren wirklich einige wirklich sehr gute Kurven, die wir hier gefahren sind. Aber auch sonst sehr viel Mist. So, geht's mal los in die zweite Runde. Eine sehr schnelle Strecke. Haben wir Glück gehabt. Das ist ein schöner Sprung hier am Ende. Und noch ist die Runde wirklich sehr, sehr gut. Oh, auf Messerschneide. Ja, nur 2/10 Rückstand. Das ist gar nichts. Oh nein, da ist der Fehler. Mist. Aber ein Fehler ist ja auch noch in Ordnung pro Runde. Jetzt müssen wir Gas geben, dann haben wir vielleicht noch Chancen. Und durchs Ziel. 2 Sekunden, naja. Ach komm, machen wir diese eine Runde noch, auch wenn ich den Zielsprung eigentlich in die Zuschauer setzen wollte. Und hier ist echt Tempo am Start. Ja,
eine Sekunde Vorsprung, ha? Eine Sekunde Vorsprung. Der war gut. Wie wir an dem einfach so vorbeifliegen hier. Das ist eine ganz starke Zeit jetzt. Ah, da ist die Zeit kaputt. Scheiße. Und das in der letzten Kurve, das gibt's ja gar nicht. Ah, ist das bitter. Ah, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Ach, Mensch. Sparen wir uns die guten Momente, die fehlerfreie Runde einfach mal für die... Ja, für das Qualifying. Obwohl, Maximilian Nagel mit einer guten Leistung kann man so machen. Ja, letztendlich auf dem 6. Platz. Wir sind auf dem 13. Ja, aber wir haben da auch... Wir lagen vorne. Also es ist ähnlich wie beim Qualifying von der ersten, vom Training von der ersten Strecke, die wir gefahren sind. Wir können hier nach vorne fahren, kein Problem, aber dann müssen wir halt fehlerfrei bleiben. Und ich denke mal, das gleiche gilt auch im Rennen. Also das könnten identische Wettbewerbe werden, das erste Rennwochenende und das zweite jetzt. So, dann geht's mal los. Oh Gott. Ah, ganz am letzten Rille, meine Herren. Das war knapp. Auf der letzten Rille gefahren und es hat sich gelohnt. Oh Gott, wo will er hin? Wo wollte er denn dahin? Schade. Ja, ein Baby-Scrub. Müssen wir auch aufpassen. Also, da war ich jetzt aber auch ganz hart am Limit. Also, schenken wir diese Runde. Eieieiei. Alter, so, ich muss mich jetzt erstmal zurechtfinden wieder. Eieiei, das dreht gerade richtig ab, das Motorrad. So, Leute, jetzt aber nochmal. Und ab durch. Ja, wo ist Startziel? Da ist Startziel. So, nächster Versuch. So, so ein Monstersprung hier. Das war bis hierhin sehr, sehr gut. Und schnell. Oh ja, und wie wir hier jetzt an dem anderen vorbeizischen werden. Das war eine super Zwischenzeit. Eine Sekunde schneller. Nimm deinen Bock hier zur Seite. Jetzt kommen wir.
1,2 Sekunden. Führung leicht ausgebaut. Super Sprung. Das sah mal richtig cool aus. So, und jetzt bitte kein Fehler in der letzten Kurve. So, und jetzt durchs Ziel einfach nur noch. Und dann wird das hier die absolute Topzeit. 1,6 Sekunden vorne. Da kann man auch gerne mal geradeaus fahren. Und ich sag mal so, das reicht für die Pole. Also die zweite Pole, wenn ich denn richtig liege, hier im zweiten Wettkampf. Und jetzt müssen wir da dann auch mal den ersten Sieg rausholen. Maximilian Nagel auch mit einer super Zeit. Wird jetzt allerdings nach hinten fallen. Ja, weit nach hinten fallen. Na, weit nicht, aber relativ. Ja, Leute, also das ist die Pole, bin ich mir ziemlich sicher. Ich sag erstmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und wäre schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid hier bei MXGP, Leute. Macht's gut, bis dann.